Güterarten. Wie unterscheiden sie sich? Schulfach, Grundlagen, erstes Lehrjahr. Um zwischen verschiedenen Gütern aus wirtschaftlicher Sicht unterscheiden zu können, werden sie in verschiedene Güterarten eingeteilt. Es gibt also eine Reihe Fachwörter, die genau klassifizieren, zu welcher Güterart ein Gut gehört. Ein Gut kann auch mehreren Güterarten angehören, also zum Beispiel ein knappes Gut sein, das gleichzeitig materiell und Konsumgut ist. Nach der Verfügbarkeit. Freie Güter. Sie sind nahezu unbegrenzt, frei für alle verfügbar und haben auf dem Markt keinen gültigen Geldwert. Beispiele: Luft zum Atmen, Sand am Meer. Knappe Güter. Sie sind nur begrenzt vorhanden und haben bei Nachfrage auf dem Markt einen Wert. Beispiele: In Geschäften angebotene Waren, Gemälde, teilweise auch Parkplätze und so weiter. Nach der Beschaffenheit. Materielle Güter sind Güter in Form von Gegenständen, die gesehen und angefasst werden können. Dazu gehören unter anderem Konsumgüter. Beispiele: Lebensmittel, Fahrzeuge, Drogerieartikel, Tabakwaren und so weiter. Immaterielle Güter sind Güter, die auf dem Markt einen Wert haben, aber nicht sichtbar sind. Dazu zählen unter anderem Dienstleistungen und Rechte. Beispiele: Haarschnitte, Beratungen oder Lizenzrechte. Nach der Verwendungsart. Konsumgüter werden vom Endverbraucher gekauft und nicht unternehmerisch eingesetzt. Beispiel: Ein Einkauf im Supermarkt XY für zu Hause. Produktions- und Investitionsgüter. Sie werden von Unternehmen eingesetzt und weiterverbraucht. Zum Beispiel beim Verkauf oder bei der Produktion. Beispiel: Eine Schreinerei kauft Material in einem Baumarkt. Weiteres Beispiel: Eine Bäckerei kauft beim Discounter Verpackungsmaterialien ein. Nach der Verwendungsdauer. Gebrauchsgüter können mehrmals benutzt werden, bevor sie verschleißen oder unbrauchbar werden. Beispiele: Hammer, Besteck, Geschirr, Kleidung. Verbrauchsgüter sind nach einmaligem Gebrauch nicht mehr zu benutzen und müssen neu beschafft werden. Beispiele: Lebensmittel, Tiernahrung, Reinigungsmittel, Shampoo und so weiter. Kaufmann, Frau, Einzelhandel, der Blog zum Job.